Hey Leute, so wie ich es gehofft habe, unsere dritte Aufgabe für heute ist, Maverick ein bisschen zu bespaßen. Und ja, das ist im Endeffekt jetzt auch die letzte Blume, die ich brauche, weil, schaut mal, wir haben jetzt gerade 3 Stück für Cass, der braucht auch nur noch 3. Eine für Nath, eine für Pia und eine für Rayan, die brauchen auch jeweils nur eine. Und Hyon braucht noch 2. Eine haben wir schon. Und ja, eine fehlt noch. Das heißt, ich kann euch heute nicht mehr zeigen, wo die Sonne ist. Aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Dafür wird dieser Part dann ein ganz klein wenig länger, weil ich ja, über Outfits diskutiere. Weil wir werden uns ja höchstwahrscheinlich jedes Mal ein Teil des Outfits hier von dem Outfit aussuchen dürfen. Und ja, deswegen, ja, bisschen länger heute. Also dieser eine Part hier. Dann fangen wir jetzt mal an mit dem Rätsel, was Maverick uns heute wieder aufgibt. Jo, dann wollen wir mal loslegen. Das ist mein letzter Tag mit Maverick, bevor meine Tante sie wieder abholt. Ist es vielleicht zwar nur eine Pflanze, aber ich hatte eine schöne Zeit mit ihr und sie ist mir ins Herz gewachsen. Ich habe das Gefühl, sie ist auch ein bisschen traurig. Deshalb habe ich mir überlegt, ihr zur Erinnerung ein kleines Abschiedsgeschenk zu machen. Maverick, ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe ihr eine hübsche bunte Schleife mitgebracht. Ich habe dir ein Glitzerspray mitgebracht. Oder ich habe dir einen automatischen Wasserspender mitgebracht. Auf dem Handy habe ich das mit der Schleife probiert, weil ich das irgendwie am schönsten fand. Hat allerdings nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht den Wasserspender nehmen. Das wäre jetzt meine letzte Wahl, deswegen würde ich jetzt einfach mal auf das Glitzerspray gehen, obwohl ich irgendwie trotzdem die Vermutung habe, dass das falsch ist. Okay. Nein, ist falsch. Okay, Leute, also hier müsst ihr den automatischen Wasserspender nehmen. Gut, dass ich noch ein Spiel offen habe. Das werde ich aber dann in der Zwischenzeit machen und ihr seht dann gleich in diesem Video trotzdem, wie es weitergeht. Damit wirst du noch schöner aussehen, obwohl eigentlich merkt man auch so, merkt sowieso schon jeder sofort, dass du was Besonderes bist. Vorsichtig sprühte ich sie mit dem Glitzer ein. Gefällt es dir? Maverick schien sich zwar zu freuen, aber sie sah immer noch ein bisschen traurig aus. Ich glaube, mir bleibt nicht mehr viel Zeit mit ihr. So lange werde ich mich so gut um sie kümmern, wie ich kann. Tantchen und Maverick waren sicher froh, sich wiederzusehen. Oh nein, ja. Okay, dann mal bis gleich. So Leute, da bin ich wieder und wir spielen mal eben ganz schnell das Regentropfenspiel zusammen. Und ich hoffe, dass ich es jetzt gerade nicht verkacke. Aber dann geht's auch gleich mit den Outfits weiter. Wenn ich es jetzt schaffe, ansonsten müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ich meine, ihr merkt davon ja nicht viel. Kann das sein, dass die blauen Tropfen schneller runterkommen als die anderen? Oh mein Gott, das wird relativ knapp. Nein. Okay, dann haben wir jetzt alle Blümchen zusammen. Ich werde jetzt abwechselnd erstmal Hyon und Castiel eine geben. Eine für Cass. Da hättest du mir auch gleich einen Blumenstrauß schenken können. Obwohl, schön, dich jeden Tag zu sehen. Oh, ja, ich weiß. Okay. Dann eine für Hyon. Danke, die sind wunderschön. Sehen wir uns morgen? Nein, Hyon, tun wir nicht. Aha. Okay, ja, sehr brav gemacht, aber schön. Okay, dann noch eine für Cass. Ich werde sie in meine Umkleide stellen. Dann kann ich sie ihm vor dem Konzert heute Abend ansehen. Danke. Oh, er ist wieder rot. Bei Cass sieht man das gar nicht so gut, aber er ist rot. In seine Umkleide? Okay, hier steht Unkleide, aber eine Unkleide ist natürlich cooler.
Okay. Ich finde das zwar schön, aber er sieht extrem weiblich aus. Wer das auch findet, kann mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde, Cass sieht sehr weiblich aus. Naja. Okay, ja, ich weiß nicht, fangen wir jetzt von schlecht nach gut an? Ja, ich gebe jetzt erst Ryan die letzte Rose. Du bekommst keine Rose von mir. Nein, doch. Danke, aber dieses Mal habe ich auch etwas für dich. Ich musste die Kette einfach kaufen, als ich sie gesehen habe. Der Schein darin ist ein Angelit. An Angelit? Angelit? Keine Ahnung. Soll auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwas Richtung Engel bedeuten. Ich wollte dir etwas Besonderes schenken. Aha. Okay. Ja, er sieht nicht weiblich aus. Ärgert mich ein ganz klein wenig. Aber nein, ich finde diesen Style von den Bildern insgesamt einfach richtig, richtig cool. Muss ich ehrlich sagen. Also, auch wenn ich Ryan nicht mag, aber das Bild ist cool. Okay, und wir dürfen uns die ersten Outfit-Teile auswählen. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wie das hier nachher aussehen wird. Ich habe auch nicht den blassesten Schimmer, auf was für eine Farbkategorie ich gehen werde. Deswegen finde ich jetzt gerade das am neutralsten. Es scheint eine silberne Kette mit schwarzen Steinen zu sein. Deswegen nehme ich die jetzt. Okay, Nummer 1 ausgewählt. Weiter geht's. Oh, eine Tasche. Okay, das ist jetzt natürlich sehr schwer, weil ich nicht weiß, was für eine Farbvariante. Aber ich finde die am schönsten. Deswegen nehme ich die jetzt. Es kann sein, dass dieses Outfit nachher überhaupt nicht zusammenpasst, aber ich hoffe, das ist nicht schlimm für euch. So, das war Numero Dos. Weiter geht's. Als nächstes gebe ich Nath die letzte Rose. Yep, die Blume verschenken. Mir gefällt dieses kleine tägliche Ritual. Ich wünschte, es würde nie enden. Ich habe auch etwas für dich. Ich habe es ausgesucht, weil ich es kaum mehr erwarten kann, dich darin zu sehen. Oh, okay. Ja, das ist zu dem Bild von Nath muss ich nicht viel sagen, oder? Das ist einfach richtig cool. Alleine wie er da steht, ist einfach schon dieses Verwegene von unten hochschielen hat was richtig, richtig sexy. Naja. Okay, ein Armreif. Okay, das sind die. Alles klar. Da gucke ich mal eben durch, weil man es doch nicht so gut erkennen kann. Ich schätze, ich gehe hier auf die silberne Variante zu der Kette. Ja. 10 Sachen gibt es insgesamt. Oh, okay. Ja, gut, das ist jetzt schwierig. Rot. Ja, ich weiß nicht, rot passt irgendwie nicht unbedingt zu meinen Haaren, obwohl es natürlich ein anderer Rotton ist. Zu der Farbe brauche ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Ich glaube, ihr habt alle verstanden, dass ich dieses Petrolige richtig mag. Das Blau ist auch schön, ne? Ja, lila mag ich zwar auch, aber das finde ich wegen meinen Augen auch nicht so schön. Das Hellblau ist cool. Ja, der Rosa-Typ bin ich ja sowieso nicht. Das Weiß sieht mir immer ein bisschen zu sehr nach Hochzeit aus. Okay, es gibt jetzt ja quasi 4, zwischen denen ich mich entscheiden muss, und das sind die hier. Ich weiß auch nicht, ob ich da irgendwelche Farben kombinieren möchte. Ich weiß nicht, ich glaube, ich nehme jetzt tatsächlich das Hellblaue. Ja. Ja. Ich mag Dunkel ja eigentlich immer lieber. Ja, vielleicht hole ich mir auch irgendwas danach dann nochmal. Nein, ich gehe jetzt auf das Helle so. Vielleicht sieht das dunkle Oberteil zu dem Hellen ja auch gut aus. Okay, als nächstes würde jetzt Pia meine letzte Rose bekommen. Ja. Ich wusste, dass du heute Abend, ja genau. Ich wusste, dass du heute kommen würdest. Aber dieses Mal habe ich auch eine Kleinigkeit für dich. Es ist ein bisschen gewagt,
Aber ich hoffe, es wird dir gefallen. Und das Armband ist eins von meinen. Das möchte ich dir auch schenken. Oh, das ist schön. Ja, ganz ehrlich, also dieses Bild ist einfach nur der helle Wahnsinn, Leute. Wie sie da steht, ihre Körperproportionen, die Lippen, die Schminke alleine, die Henna an den Händen, die Farbe, es ist einfach nur geil. Die Ohrringe, ich liebe dieses Bild. Ernsthaft. Richtig. Ja. Okay, noch ein Armreif zur Auswahl. Ich könnte jetzt komplett auf Silber gehen, aber ich glaube, dieses etwas dunklere Silbrige hier als das hellere gefällt mir besser. Deswegen nehme ich das. Da haben wir auch so ein bisschen Mischung dann da drin. Das gefällt mir sowieso immer ganz gut, wenn nicht alles dieselbe Farbe hat. Oh, und Unterwäsche. Okay, ja, das sieht man jetzt allerdings ein bisschen schlecht auf dem Rock, den wir da schon haben. Ich glaube, ich nehme jetzt die rote. Das passt zwar überhaupt gar nicht zu den anderen Klamottels, aber ja. Ich hoffe, der zeigt mir das nächste Mal jetzt unter dem Rock an. Okay, klar, ihr wisst, dass Kers am Ende kommt, deswegen jetzt die Geschichte von Hyon. Die Blumen sind wirklich wunderschön. Ich habe heute auch was für dich. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich liebe Schuhe. Als ich die hier gesehen habe, musste ich sie einfach kaufen. Und ich dachte, diese Ohrringe würden dir vielleicht auch gefallen. Oh, danke, Hyon. Ja, er ist halt super brav gemacht, ne? Auch wenn er hier so ein bisschen Bauch zeigt. Obwohl da kein Bauchnabel ist, ist ein bisschen seltsam, aber egal. Also, ja, wirklich sehr brav gemacht. So, und dann die Ohrringe. Müssen die irgendwo zu passen? Ich finde die hellblauen ja hier auch schön. Alles andere, ja, gefällt mir gar nicht mal so sehr. Die schwarzen sind okay, aber die hellblauen gefällt mir am besten, deswegen nehme ich die jetzt. So, dann fehlt nur noch Cassie. Ach nee, Schuhe, genau. Er redete von Schuhen. Es ist jetzt schwierig. So dolle gefallen mir die alle nicht. Ich finde die eigentlich sogar relativ hässlich. Ja, welche von den beiden auf jeden Fall? Na, ich glaube, die hier gefallen mir am besten. Die kann man auch am besten kombinieren, denke ich. Oder die? Nee. Die hier. So, dann kommt jetzt Cassie Schatz. Und der gibt uns das Oberteil und was fehlte noch? Ich hab's nicht mehr im Kopf. Oh nein, kein Ladefehler jetzt bitte. Obwohl die Charaktere in Schwarz-Weiß jetzt gerade auch cool aussehen, oder? Also, ja. Könnte man sich dran gewöhnen. Dieses Mal habe ich etwas für dich. Das wird dir sicher gut stehen. Dir steht sowieso alles. Ich kann es kaum erwarten, dich damit zu sehen. Mir steht sowieso alles, ja. Och, wie lieb von dir. Na, Spaß. Na, ich finde das Bild schön. Ich finde es auch cool, dass seine Tattoos so im Vordergrund stehen. Aber ich finde ihn trotzdem, ja, extrem weiblich gezeichnet. Nichtsdestotrotz, ich finde es schön. Aber ich hätte mir was richtig Männliches gewünscht, wie bei Nath und Rayan. Naja. Man kann nicht alles haben. Oh, das sind die Tattoos. Ich kann jetzt tatsächlich aber nicht erkennen, was. Okay, das scheint schwarz zu sein. Das ist grau, okay. Das ist grün, dunkelblau, lila, ja, goldocker, hellblau, türkis, pink, weiß und braun. Ich glaube, ich nehme tatsächlich braun. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt gerade nicht so auf das Schwarz stehe. Ich mag das Braun lieber. Vielleicht hole ich mir die Schwarzen doch noch, wenn der Unterschied nicht zu klein ist. Ja, nehmen wir braun. So, und last but not least das Oberteil.
Ach komm, ja, so schlimm sieht's gar nicht aus, oder? Ja, das passt natürlich besser. Ich hätte das Dunkelblaue nehmen sollen. Das hätte nämlich voll gut zu unserem Abschlusskleid gepasst. Ja, das Helle ist halt wirklich voll, volle Lotte Hochzeitskleid. Das Schwarz ist irgendwie so ein bisschen beerdigungsmäßig. Ja, Gold ist einfach nur heavy, ne? Ja, seht ihr, das Rot hätte nicht so wirklich zu den Haaren gepasst, auch wenn ich ja kurze Haare momentan habe. Die Farbe an sich gefällt mir, aber das mit den Rosen nicht so gut. Deswegen, ich nehme jetzt hier das Hellblau, damit das zusammenpasst. Ich werde mir aber wahrscheinlich die dunkelblaue Variante auch noch holen, alleine dadurch, dass es halt wirklich das Abschlusskleid so ein bisschen widerspiegelt mit Cass aus Schulleben. Jo, dann wären wir damit durch, würde ich sagen. Obwohl, ich hatte irgendwo gelesen, dass es noch eine Sonderüberraschung gibt. Okay, herzlichen Glückwunsch. Das Outfit Valentine ist jetzt vollständig. Was würdest du zu einer Perücke sagen? Da sage ich effektiv nicht nein. Okay, hier haben wir braune Haare, hellere braune Haare, pink, weiß, dunkelblau, gräulich, orange, grün, rot, hellblau, das beißt sich jetzt natürlich komplett. Blond, lila und schwarz. Ja, ihr wisst, Leute, ich habe mich einfach den roten Haaren verschrieben. Ich habe mir jetzt auch keine zusätzliche Perücke von dem Floristinnen-Outfit geholt, weil ich die Haare an sich gar nicht so mag. Ich mag es nicht, wenn man so viel von der Stirn sieht, und ich mag es auch nicht, wenn einem so viel über den Augen hängt hier. Deswegen, ja, würde ich jetzt hier nichtsdestotrotz trotzdem die roten Haare nehmen. Aber ich behalte die Perücke, die ich momentan habe, auch auf. So, damit ist dieses ganze Event beendet. Und ja, ich zeige euch nochmal kurz die Bilder. Cassie, Jon, Nathaniel, Pia und Rayan. Wenn ich ein Ranking aufstellen müsste, wäre es, glaube ich, Pia, Nath, Rayan, Hyun, Cass. Tut mir wirklich leid, aber es ist so. Ja. Ich schaue jetzt nochmal gerade. Nee, schaue ich nicht. Ich stelle das alles später mal zusammen und dann seht ihr es beim nächsten Mal. Gell? So machen wir das. So, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, für was für eine Farbvariante ihr euch diesmal wieder entschieden habt. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen zu hören, was euch so gefallen hat und was nicht. Und dann, ja, ich weiß nicht, es scheint irgendwie keine normale Episode rauszukommen. Ich schätze, die haben das tatsächlich durch das Spin-off mit Lysander ersetzt sozusagen. Deswegen kann es sein, dass jetzt in nächster Zeit dann das Spin-off kommt. Ich werde aber vermutlich erst die Sonderepisoden aus Schulleben noch spielen. Also für heute dann trotzdem erstmal ciao, ciao. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und ich hoffe, ihr habt alles in dem Event erreichen können, was ihr wolltet. Also Leute, bis demnächst. Ciao, ciao.